Porsche Goldenes, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tea & Talk im Rahmen der Logitrans 2018. Wir haben zu Gast den parlamentarischen Staatssekretär Steffen Bilger. Sie sind die türkischen Teezeremonien gewohnt. Normalerweise gibt es das ja in diesem kleinen Glas. Jetzt haben wir Tassen bekommen. Kriegen Sie den Tee gesüßt oder ungesüßt? Ungesüßt. Ja, also, wahrscheinlich untypisch hier. Ja, ich glaube auch eher, da werden ja reichlich Würfel normalerweise eingeworfen. Sie feiern ja im Grunde heute ein Jubiläum auch. Wir haben den 14. November, das ist auf den Tag genau 8 Monate, dass Sie jetzt in der neuen Rolle des Staatssekretärs sind. Wie waren bisher die Erfahrungen? Was haben Sie so erlebt? Was waren Ihre Highlights? Wo sind Sie an Grenzen gestoßen, was Sie vielleicht noch schneller entwickelt hätten? Also wir haben uns so in die Arbeit gestürzt, dass ich gar nicht selbst dran gedacht habe, dass ich heute 8-monatiges Jubiläum habe. Danke für den Hinweis. Aber das zeigt vielleicht auch, dass es wirklich für uns von Anfang an so war, dass wir gefordert waren, dass wir uns in die Arbeit gestürzt haben, auch schwierige Themen durchaus vorhanden waren. Wenn ich an Diesel denke, der ja auch von Beginn der Bundesregierung an und ja auch davor schon uns intensiv gefordert hat. Also es ist eine herausfordernde und spannende Aufgabe, aber ich freue mich sehr, dass ich im Bereich, den ich aus dem Ausschuss im Bundestag ja schon gut kennenlernen konnte, weiterarbeiten kann. Mit dem Andreas Scheuer ist das einfach eine super Zusammenarbeit. Und ja, wir wissen, dass wir viel zu tun haben. Ich denke, wir haben einiges auch schon hinbekommen, wenn ich an Schiedsgerichtsverfahren bei der Lkw-Maut denke oder ganz andere Themen, zum Beispiel Förderung alternativen Antriebe bei der Digitalisierung, wo wir einiges schon umsetzen konnten. Aber es gibt auch noch eine ganz ordentliche Liste, was wir alles noch vor uns haben. Jetzt sind Sie ja auch quasi der Logistikbotschafter für die Bundesregierung bzw. für die Bundesrepublik Deutschland. Wie haben Sie die Logistik in den letzten Monaten wahrgenommen? Gab es da Veränderungen, wo Sie gesagt haben, das hätte ich mir anders vorgestellt oder ja, das ist genau nach meinem Sinne gelaufen? Was waren so die Highlights? Also erstmal ist es ein toller Teil meiner Aufgabe, dass ich mich als Koordinator für Güterverkehr und Logistik um diesen wichtigen Bereich kümmern kann. Und ich habe natürlich permanent viele Begegnungen, gute Gespräche, Besuche bei entsprechenden Unternehmen, bin viel im Austausch mit den Verbänden und will auch wirklich diese Aufgabe ausfüllen, so wie wir es jetzt auch hier in Istanbul tun, dass wir Botschafter sind für die deutsche Logistikbranche, dass neue Geschäftsbeziehungen sich entwickeln können. Und ich glaube, wir können mit einem gewissen Stolz auch auf das bereits Erreichte blicken. Wir sind Logistik-Weltmeister, ist kürzlich von der Weltbank wieder ausgezeichnet worden. Wir dürfen uns darauf aber nicht ausruhen. Also wir wollen unterstützen, auch von politischer Seite, zum Beispiel mit unserem Innovationsprogramm Logistik 2030, wo es gerade um die Herausforderung der Zukunft gehen soll. Also auch wenn wir gut sind, auch wenn wir viel erreicht haben, wir müssen immer überlegen, wie wir dann auch in der Zukunft so stark sein können. Und da erwarte ich von der Logistikbranche, ich denke aber auch, dass gute Voraussetzungen vorhanden sind, dass wir uns wirklich diesen Aufgaben der Zukunft stellen, wenn ich an Digitalisierung denke beispielsweise. Also nicht ausruhen, weiter dranbleiben, aber ich habe die Logistikbranche in Deutschland schon als ja, engagiert, gut vernetzt und innovativ kennengelernt. Das glaube ich auch, das ist ein richtiger Eindruck, den wir ja auch nach außen tragen, gerade als Messeveranstalter neben der Logitrans. Sie waren ja auch in diesem Frühjahr bzw. im Frühsommer mit in Shanghai auf der Transportlogistik China, haben die dort kennengelernt, auch im Rahmen weiterer Delegationsreisen mit der LAG international unterwegs gewesen. Wie würden Sie denn den Blick, den die Industrie außerhalb Deutschlands hat auf die Logistik in Deutschland, wie würden Sie den beschreiben? Also was sind die Assets, die tatsächlich nachgefragt werden, beziehungsweise für die die Logistikwirtschaft in Deutschland geschätzt wird? Also eines kommt schon mal ja aus unserer geografischen Lage. Wir sind einfach mitten in Europa, wir sind die wichtigste Wirtschaftsnation in Europa und viele Verkehre fließen einfach automatisch, wenn sie nach Europa kommen, dann auch durch Deutschland durch. Also wir haben schon mal den Vorteil, dass sich ohnehin vieles um uns dreht, allein aufgrund unserer geografischen Lage. Dann sind es aber sowohl die großen Unternehmen, die ja weltweit einen guten Namen haben, also von Luftfahrt über Bahn bis hin zu vielen weiteren. Und dann kommt noch die Besonderheit mit unseren starken Mittelständlern dazu. Und das sieht man auch hier auf der Messe. Hier sind ja auch deutsche Mittelständler vertreten, die international gute Geschäfte machen und die unter Beweis stellen, dass gerade diese mittelständische Logistikbranche in Deutschland ganz wichtiger Bestandteil ist. Und ich glaube, das wird geschätzt, dass wir sowohl die großen Player haben, die weltweit vertreten sind, als auch einen starken Mittelstand, auf den man sich aber auch verlassen kann. Dann haben wir
glaube ich, insgesamt schon eine gute Infrastruktur, deswegen ja auch die Auszeichnung, Logistikweltmeister, durchaus berechtigt, aber ich weiß auch und ich habe es auch hier heute schon gehört, dass es doch noch ein paar Dinge gibt, die wir besser machen müssen, wenn man zum Beispiel an Güterverkehr auf der Schiene denkt, wo man doch mehr Zuverlässigkeit sich wünscht oder dass wir eben auch bei Ausbaumaßnahmen schneller vorankommen. Also gibt schon noch einiges zu tun, aber ich glaube, im Mix erklärt es dann schon den guten Ruf, den wir genießen. Ja, kann ich auch nur unterstreichen. Jetzt verbindet ja in Ihrem Ministerium oder wird durch den Namen schon verbunden einerseits das Thema Infrastruktur, also beziehungsweise der Verkehr und dann die digitale Infrastruktur. Wie sehen Sie denn das Thema Digitalisierung in unserer Branche? Jetzt ist ja, wir haben Industrie 4.0, wir haben autonomes Fahren, wir können über 3D-Druck und so weiter reden, was ja auch so als ein Hype in der Logistikbranche schon proklamiert wurde, aber man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass da so ein bisschen Ernüchterung einkehrt jetzt eigentlich und der Hype nachlässt. Wie sehen Sie das Thema einerseits im nationalen, aber dann auch übertragen im internationalen Kontext für die Logistikbranche, Digitalisierung? Um immer ein Leidenschaftsthema zu sein. Ja, also ich finde, es passt auch sehr gut zusammen, Verkehr und digitale Infrastruktur. Das ist ja immer die schwierige Frage, welche Zukunftsprognosen treten wann ein? Wir diskutieren jetzt in der Bundesregierung über die Mobilität der Zukunft, haben nationale Plattformen dafür eingerichtet, wo die ganzen Aspekte der Mobilität der Zukunft behandelt werden sollen. Und die Experten, die wir eingeladen haben, da mitzuarbeiten, die kommen zum Teil zu ganz unterschiedlichen Analysen und damit auch Zukunftsprognosen. Und wir haben dann die Aufgabe, uns zu überlegen, was wohl die richtige Einschätzung ist oder einfach den Rahmen zu bilden, dass sich diese Zukunftsvisionen in Deutschland entwickeln können. Also ich glaube, es braucht schon immer ein Realismus, aber wir sollten die Chancen der Digitalisierung schon sehen. Und da gibt es viele gute Beispiele im Logistikbereich in Deutschland, wo das schon genutzt wird. Ich denke aber auch, dass es noch vieles gibt, wo wir besser werden können. Auch Thema für unser Innovationsprogramm Logistik 2030, wo wir noch wegkommen können, zum Beispiel vom Papier, was eben noch sehr oft eine Rolle spielt, wo man Informationen noch schneller bereitstellen kann. Und wo es dann eben auch wichtig ist, dass auch die kleineren Unternehmen schon sehen, dass auch sie betroffen sein werden von der Digitalisierung. Also da darf man sich keine Illusionen machen. Das Thema Digitalisierung wird jedes Unternehmen, egal wie groß oder klein, betreffen. Und das sollte keiner dann ins Hintertreffen geraten. Es ist ja das Thema Digitalisierung, auch die Begrifflichkeit kann man sich ja streiten. Ist es die Digitalisierung nur noch das Papier digital zu machen oder geht es um eine digitale Transformation? Sie haben ja auch gerade gesagt, Sie haben Experten, die Ihnen helfen, da das einzuordnen, was sind die wichtigsten Rahmenbedingungen, an die man sich orientieren müsste, wenn Sie das eingrenzen wollen würden. Was sind aus Ihrer Sicht die drei Top-Themen, mit denen sich die Unternehmen auseinandersetzen müssen oder vielleicht auch ganz allgemein als Volkswirtschaft, wenn man das konkret greifen wollen würde? Fangen vielleicht mal an mit den Hauptaufgaben, die ich für uns sehe, auch für unser Ministerium. Wir haben in Deutschland gute Infrastruktur, aber ich weiß schon, dass es zu Recht viele Klagen gibt über die digitale Infrastruktur, sowohl was Breitband, aber dann auch das Thema Mobilfunk anbelangt. Also da haben wir große Aufgaben noch, machen wir uns aber auch engagiert an die Arbeit, haben schon einiges hinbekommen. Also da muss der Staat dann auch liefern, dass die Infrastruktur bereitsteht, dass auch wirklich jedes Unternehmen auch im ländlichen Raum diese Möglichkeiten nutzen kann. Wir haben ja gerade die Diskussion über den neuen Mobilfunkstandard 5G, der bietet auch viele Möglichkeiten, gerade auch für den Verkehrsbereich. Da läuft zurzeit die Debatte, wie schnell ausgebaut wird, in welchem Umfang, und da sind wir dann sicherlich als Staat gefordert. Wenn es dann konkret um die Umsetzung auf der Straße geht, dann müssen wir natürlich über automatisiertes Fahren, autonomes Fahren reden. Da haben wir jetzt viele Projekte anstoßen können, wenn ich an das Platooning denke, auf unserem digitalen Testfeld. Aber nicht nur auf den Autobahnen soll das eine Rolle spielen, sondern es geht dann auch um interstädtische Verkehre. Und da sind wir dann sehr schnell bei dem, was die Wirtschaft auch machen kann oder machen muss. Also die Hersteller müssen natürlich entsprechende Fahrzeuge liefern, müssen mitmachen bei diesen ganzen Projekten. Und dann brauchen wir auch welche, die das ganz konkret anwenden. Und das soll nicht nur große sein, sondern da freuen wir uns auch über jeden mittelständischen Logistiker, der sich eben auch beteiligt und an solchen Zukunfts- und Modellprojekten teilnimmt. Die Zukunftsprojekte bzw. die neuen Zukunftsmodelle, die entwickelt werden, erfordern ja auch andere Qualifikationen. Das heißt, die Logistiker, die man vielleicht
bisher ausgebildet hat und auch rekrutiert hat, sind nicht mehr die Logistiker von morgen. Was würden Sie aus Ihrer Sicht sagen, sind die Qualifikationsbedarfe zukünftig für unsere Branche? Ich höre immer wieder aus der Branche, dass es noch zusätzlich schwierig ist, junge Leute für einen Beruf im Logistikbereich zu begeistern, weil es eben auch Unsicherheiten gibt. Wie sieht der Beruf dann in 10, 20, 30 Jahren aus? Und da schon ein paar Unsicherheiten auch mitspielen. Aber ich glaube, das sind spannende Berufe, wo man wirklich nur dafür werben kann, dass sich viele junge Leute auch überlegen, ob sie nicht sich ihr Berufsleben im Logistikbereich vorstellen können. Und natürlich wird sich da vieles verändern. Also allein durch die Digitalisierung wird es auf jeden Fall viele Veränderungen geben für ganz viele Menschen, die da im Logistikbereich tätig sind. Ich glaube, wir müssen aber auch keine Angst haben vor dieser Zukunft. Es wird oft darüber diskutiert, gehen dann ganz viele Arbeitsplätze verloren, wenn irgendwann nur noch autonom fahrende LKWs unterwegs sind oder was auch immer noch an Entwicklungen eintritt. Wir gehen aber auch gleichzeitig davon aus, dass es auch viele neue Jobs geben wird. Und ich glaube, sowohl im Bereich, wo man jetzt nicht unbedingt einen Universitätsabschluss oder eine akademische Ausbildung braucht, als auch in den Jobs, wo es dann um Entwicklung von solchen Digitalisierungsprojekten geht, wird es viel Potenzial für die Zukunft geben. Also wenn ich allein ans Thema Fahrermangel denke, da sind so viele freie Stellen, auch mittlerweile ja immer besser bezahlte Stellen, die doch auch attraktiv sind, und das wird sicherlich bei dem Wachstum, das wir im Verkehr erwarten, auch noch eine lange Zeit so sein, dass da viele Stellen immer wieder neu zu besetzen sind. Ja, also ich denke auch, dass es aus der Logistikbranche heraus natürlich Entwicklungen gibt, wie sie sich evolutionsmäßig weiterentwickelt und da neue Anforderungen, aber eben halt auch neue Lösungen geboten werden. Inwieweit unterstützt das BMVI da konkret? Wie können Sie den Unternehmen helfen, sich zukunftssicher aufzustellen? Auch so ein bisschen vielleicht in die Richtung, dass das klassische Geschäftsmodell wird ja auch nicht nur durch die Unternehmen selber bestimmt, sondern es kommen ja auch neue Unternehmen auf den Markt, viele im Bereich Startups, die ja gerade das Digitalisierungsthema treiben. Wie beurteilen Sie da den aktuellen Sachstand? Und was kann das Ministerium möglicherweise leisten als Unterstützung? Also erstmal wollen wir alle einladen, die gute Ideen haben, die einzubringen in unserem Innovationsprogramm Logistik. Dann haben wir im Ministerium mittlerweile auch verschiedene Plattformen etabliert, wo solche Ideen eingebracht werden können. Also zum Beispiel über unseren Startup-Pitch oder gestern hatten wir erst noch im Ministerium eine schöne Aufgabe, Preise zu verleihen beim Deutschen Mobilitätspreis, wo auch viele Zukunftsprojekte vorgestellt wurden, und die kommen interessanterweise von ganz unterschiedlichen Einsendern oder Teams, die sich da mit tollen Projekten beteiligen. Das sind die klassischen Startups mit jungen Leuten, aber es gibt auch Startups, die sich bei unserem Startup-Pitch beteiligt haben, die schon ein bisschen älter waren. Es gibt mittelständische Unternehmen mit guten Ideen, es gibt Verbände, die sich da einbringen. Und die Projekte werden auch immer konkreter. Also in der Vergangenheit, als das BMVI das angefangen hat mit dem Startup-Pitch, waren das oft eher Projektideen. Mittlerweile wird es immer konkreter, sodass man auch sieht, da gibt es ganz neue Geschäftsmöglichkeiten. Und die können eben der Logistikbranche auch helfen. Also da unterstützen wir dann auch, indem wir solche neuen Ideen entwickeln. Es gibt dann noch die politische Dimension, dass wir viele dieser Themen auch auf europäischer Ebene diskutieren und regeln müssen. Und da ist natürlich auch so, dass die ausländischen Unternehmen auch aus dem europäischen Ausland immer größere Rolle auf unseren Straßen spielen. Und da müssen wir natürlich auch schauen, dass wir unsere deutschen Interessen wahren und dann eben in Brüssel entsprechend vertreten. Jetzt ist ja, also landläufig wird ja gerne Logistik nachgesagt, sie sei nicht so wahnsinnig digitalisiert bisher, hätte dann auch Nachholbedarf. Persönlich sehe ich es ein bisschen anders eigentlich, das ganze Thema Industrie 4.0, was mal als Internet of Things gestartet ist, kam ja aus der Logistik heraus, aus der Intralogistik. Das hat dann die Industrie eher für sich reklamiert, später dann wird jetzt Logistik wieder zum Nachzügler. Nichtsdestotrotz, wenn man bei vielen Unternehmen reinschaut, beschäftigen sich mit dem Thema, sind auch dabei zu digitalisieren, sind ja sehr innovativ, engagieren sich auch mit Startups zusammen. Aber eigentlich ist es doch oft ein Thema, dass wir nach wie vor an den Schnittstellen haken. Das Unternehmensübergreifende nicht stattfindet, beziehungsweise da es Schwierigkeiten gibt im Austausch, auch eben am Ende von Daten. Wenn Sie einen Wunsch frei hatten, wo würden Sie ansetzen, diesen gordischen Knoten aufzubrechen? Ich glaube, da fallen einem gleich ganz oder eine Reihe von Beispielen ein, wo man da schon deutlich
vorankommen könnten. Wie gesagt, wir wollen vor allem auch unterstützen. Und wenn wir Förderprogramme ausschreiben, wenn wir Partner suchen, die sich engagieren unter dem Stichwort Mobilität der Zukunft, dann stelle ich schon fest, dass sich sehr viele Unternehmen, sowohl kleinere als auch größere, Gedanken darüber machen, ob sie da ein Teil davon werden können. Und das finde ich schon mal gut, dass es diesen Ansatz gibt. Also die Innovationsfreude, die ist, glaube ich, schon vorhanden. Und ja, wenn sich die Unternehmen dann bei uns mit einbringen in solchen Projekten, dann können wir das nur voll und ganz unterstützen. Und Sie haben es auch schon angesprochen, wenn das Thema autonome Fahren oder auch Platooning, da laufen ja durchaus genau diese Projekte, dass verschiedene Unternehmen zusammenarbeiten, auch mit Unterstützung von der öffentlichen Hand her. Aktuell gibt es einen Testbetrieb zwischen Nürnberg und München für einen Logistikkonzern auf der Autobahn. Welche rechtlichen und technischen Fragestellungen sind denn Ihrer Meinung danach da einfach zu klären, dass das nicht nur so die strahlenden Pilotprojekte sind, sondern in einen Regelbetrieb überführt werden können, der dann auch genau zu diesen Entlastungen möglicherweise auf dem Fahrermarkt führen kann? Also ich glaube, technisch ist das alles zu machen. Die ersten Erfahrungen jetzt aus dem Projekt sind ja durchaus positiv. Und da müssen wir schauen, dass wir unseren Teil leisten. Also wieder Stichwort 5G oder einfach Ausbau Mobilfunknetze, dass die Autobahnen gut versorgt sind, wenn wir das autonome Fahren dann irgendwann mal zur Normalität auf unseren Straßen bringen wollen. Also da haben wir einiges zu tun. Und was den rechtlichen Rahmen anbelangt, ist das schon auch eine Daueraufgabe. Also wir haben in der letzten Legislatur das Straßenverkehrsrecht so reformiert, dass man wirklich sagen konnte, wir haben das modernste Recht in der ganzen Welt geschaffen, wo vor allem alle Themen, die damals akut waren, auch behandelt wurden. Also andere ermöglichen einfach Testversuche und dann geht's los. Wir haben eben auch Fragen geklärt wie Haftung, wie Versicherungsthemen, Datensicherheit, Datenschutz, also das sind alles ja auch Aspekte, die da wichtig sind. Aber uns war damals schon klar, dass es für den Moment dann gut und vielleicht noch für die nächsten 12 Monate, aber dann wird es wieder Entwicklungen geben, die man dann halt rechtlich auch wieder abbilden muss. Also es wird eine Daueraufgabe bleiben, wenn man jetzt einfach auch nochmal Erfahrungen sammelt und sieht, dass vielleicht doch noch manches besser in unseren Gesetzen geregelt werden kann. Das sind immer nicht ganz einfache Abstimmungsprozesse innerhalb der Bundesregierung, müssen ja viele Ministerien dann auch zustimmen, wir müssen mit den Bundesländern drüber reden, müssen Anhörungen machen und. Aber unser Anspruch sollte schon sein, dass wir weiterhin das Land sind, das den modernsten rechtlichen Rahmen für das automatisierte hin zum autonomen Fahren hat, wo aber auch wirklich die ganzen relevanten Themen behandelt werden. Das heißt, Sie sehen eher die Zukunft im autonomen Fahren oder eher in dem Platooning? Was glauben Sie persönlich, Ihre Einschätzung, wo es hingehen wird? Also ich glaube, für uns als Politik ist immer richtig zu sagen, wir schaffen die Rahmenbedingungen, dass sich Technologien entwickeln können, ohne dass wir das jetzt entscheiden müssen. Ich denke mal, dass die ersten Erfahrungen aus dem Platooning-Projekt doch so positiv sind, dass das wirklich eine wichtige Rolle in der Zukunft spielen kann. Aber es ist richtig, dass wir auch mehr immer über den LKW und den Schwerlastverkehr reden, aber als Politiker wird man dann doch oft eher mit dem, was die meisten Leute so betrifft, nämlich mit dem Auto konfrontiert und auch dort wollen wir irgendwann dann hinkommen, dass die Fahrzeuge autonom unterwegs sein können. Also wir müssen den Rahmen schaffen, dass sich alle Technologien bei uns entwickeln können. Das sollte auch unser Anspruch sein als Autoland, wo so viele PKW und LKW produziert und entwickelt werden. Also ist noch Ergebnis offen quasi. Ja, also ich glaube, das macht immer Sinn, dass wir nicht als Politik entscheiden wollen, wo es hingehen muss. Wir haben klare Ziele uns gesetzt, dass wir nachhaltigere Mobilität wollen, dass wir mehr Effizienz wollen und. Aber wie genau, welche Technologie sich durchsetzt, das muss nicht die Politik entscheiden. Jetzt ist ja, Sie haben gesagt, welche Technologie sich durchsetzt, anderes Thema. In dem Kontext natürlich auch die E-Mobilität oder ist es die Brennstoffzelle, ist es die Hybridlösung, wie auch immer. Das wäre natürlich die optimale Situation, dass ein möglicherweise elektrisch angetriebener LKW im Platooning-Verbund über die Autobahn fährt. Einige Unternehmen, da insbesondere ja auch mittelständische Logistikdienstleister, von denen Sie eingangs gesprochen haben, sind da vorne an und probieren bereits die Elektromobilität aus. Es werden immer die gleichen Argumente zu Felde geführt, das ist die Reichweite, das sind die Batteriekapazitäten und so weiter und so fort. Was ist Ihre Prognose, wann können wir tatsächlich mit einer massentauglichen Revolution in der Antriebstechnik rechnen? Wann ist das
wann ist die Zukunft Realität? In Hamburg haben sie jetzt gerade die ersten Busse auf die Straße gesetzt in einem Serienbetrieb. Also insofern, es gibt positive Entwicklungen. Wann sehen wir das auch für den Güterverkehr? Ja, wir werden ja wirklich überrollt fast schon mit Anfragen aus Kommunen, was Busse mit alternativen Antrieben anbelangt oder auch Programme für Ladeinfrastruktur etc. sind alle stark nachgefragt. Also allein daran merkt man schon, es tut sich viel. Jetzt gibt es natürlich noch den Lkw-Bereich, wo ja bisher ein sehr kleiner Teil nur mit alternativen Antrieben unterwegs ist, also schnell. Relativ geringe dreistellige Anzahl gasbetriebener Lkw in Deutschland, etwa 12.000 elektrisch angetriebene Lkw immerhin. Und wir haben ja jetzt vor kurzem im Bundestag mit den Veränderungen bei der Lkw-Maut auch beschlossen, dass elektrisch angetriebene Lkw von der Maut befreit werden und gasbetriebene auch für 2 Jahre von der Maut befreit werden. Danach soll es eine Vergünstigung geben. Also ich glaube, damit können wir jetzt schon noch ein paar Anreize schaffen, dass doch noch mehr sich ernsthaft Gedanken darüber machen, auf alternative Antriebe zu setzen. Klar wird der batteriebetriebene Lkw auf längere Sicht noch nicht die Lösung sein, um die Güter auf weiten Strecken zu transportieren. Aber zum Beispiel in der Innenstadtlogistik spielt das ja schon eine große Rolle, auch vor dem Hintergrund der ganzen Fahrverbotsdiskussionen etc. Und die technologischen Entwicklungen sind ja schon beeindruckend. Also die Reichweiten steigen, die Preise sinken und gut möglich, dass es in einigen Jahren dann doch auch batteriebetriebene LKWs gibt, die etwas weitere Strecken zurücklegen können. Aber wir setzen ja auch auf Wasserstoff, bauen ein Wasserstofftankstellennetz in Deutschland flächendeckend zurzeit aus und dann natürlich auf Gas. Also das wird alles dann auch in unserem Beitrag fürs Klimaschutzgesetz eine wichtige Rolle spielen, wenn es um die Einsparziele des Verkehrssektors geht. Ja. Sie haben es schon angesprochen, natürlich das Thema Feinstaub. Wir haben Fahrverbote in den Innenstädten, auch aus Ihrer Heimat in Stuttgart gibt es ja immer wieder den Feinstaubalarm in jüngster Zeit. Und die Innenstadtbelieferung, die letzte Meile, das ist Thema nach wie vor seit letztendlich ja auch vielen Jahren. Es poppt jetzt immer mehr hoch. Grundsätzlich, was erwarten Sie, auf was muss sich da die Logistikbranche in Zukunft noch einstellen? Was kommt da auf unsere Leute zu? Ja, ich fürchte, das ist schon so ein gewisser Kampf, der da abläuft zwischen unterschiedlichen Sichtweisen. Also die einen, die Mobilität ermöglichen wollen, das ist auch unser Ansatz, Mobilität ermöglichen, gerne auch mehr, aber eben nachhaltiger. Und dann gibt es halt die, die so ein bisschen grundsätzliches Problem haben mit Individualmobilität oder wahrscheinlich auch mit LKWs oder Lieferfahrzeugen in den Städten. Und ich weiß, dass zum Beispiel auch Fahrer sich gerade viel anhören müssen, wenn sie in den Städten unterwegs sind, kaum einen Parkplatz finden, wenn ich jetzt zum Beispiel an die ganzen Lieferverkehre denke. Und da habe ich schon den Eindruck, dass es auch in der Gesellschaft ein schwieriges Thema ist, wo schon ein paar unterschiedliche Positionen aufeinanderprallen. Wir müssen mehr dafür werben, dass die Leute sehen, welche Bedeutung einfach die Logistik hat, dass wir alle darauf angewiesen sind, wenn wir Lebensmittel in der Stadt haben wollen, wenn wir Industrieproduktion in allen Teilen unseres Landes haben wollen, auch dann brauchen wir weiter LKWs, die über die Straßen fahren. Also da müssen wir, glaube ich, schon mehr für Verständnis noch werben. Und unser Ansatz konkret, dann, wenn es um die Städte geht und die Logistikbranche, ist eben zu unterstützen, dass sich mehr für die alternativen Antriebe entscheiden. Es wird jetzt auch mit den ganzen Programmen, Sofortprogramm Saubere Luft etc., um die, den Städten zu helfen, die besonders betroffen sind von den Problemen bei der Luftreinhaltung, auch viele Ansätze geben, die jetzt auch genutzt werden können, um Fahrzeuge nachzurüsten, auch im Lieferverkehr. Und ja, da wollen wir auch mit vielen Modellprojekten auch da eben die Mobilität der Zukunft entwickeln, alternative Antriebe unterstützen. Die Digitalisierung kann auch da helfen, wenn man zum Beispiel die Suchverkehre reduzieren kann, die ja in Städten auch sehr viel Verkehr verursachen. Also gibt es viele Ansätze, aber insgesamt halte ich das schon für einen schwierigen Kampf, der da von einigen ausgetragen wird. Das kann man so zumindest auch der Presse und der täglichen Berichterstattung sehr gut verfolgen. Sie haben es ein bisschen angedeutet, das Thema natürlich auch Image der Logistik. Ich möchte auch in das gleiche Horn gerne reinblasen, weil am Ende ist es ja so, dass kein LKW für den Selbstzweck fährt, kein Logistiker arbeitet, weil er irgendwie nur arbeiten möchte, sondern tragen zu unserem Wohlstand bei. Es wird Wertschöpfung erbracht und
Grundlage für unser heutiges Leben. Also insofern die Logistik als unterschätzte Branche nach wie vor, die doch das Rad am Laufen hält. Ja, wir sind Logistikweltmeister. Logistikweltmeister werden ist nicht schwer. Logistikweltmeister sein dafür viel mehr. Damit das so bleibt, arbeiten Sie auch an dem Innovationsprogramm Logistik 2030. Gibt es da schon etwas, was Sie uns verraten können? Was wird da drinstehen? Was wird auf uns zukommen? Also wir sind jetzt noch in der Phase des Sammelns. Daher herzliche Einladung an alle, die da eine gute Idee haben, die uns zukommen zu lassen. Wir haben sowohl im Ministerium intern in den verschiedenen Abteilungen mal abgefragt, was für Ideen dort vorhanden sind. Es sind da schon viele gute Vorschläge gekommen. Wir haben auch aus der Branche viele gute Anregungen bekommen und werden dann jetzt im Dezember noch zum ersten Termin im Ministerium einladen, wo die ganzen Verbände sich einbringen können. Und dann geht es in die konkrete Ausarbeitung, bevor dann die Umsetzung erfolgt. Aber zu viel will ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten. Wie gesagt, jetzt gibt es noch die Gelegenheit, sich mit vielen guten Ideen einzubringen. Also der Aufruf an die Branche, sich bei Ihnen zu melden. Und vielleicht können wir ja schon mehr erfahren beim nächsten Wiedersehen im Mai auf der Transportlogistik oder in einem Jahr hier wieder auf der Logitrans. Herzlichen Dank für das Gespräch, für die Zeit. Ihnen noch eine gute Zeit in Istanbul und heute Abend erstmal ein gemütliches Abendessen. Danke sehr. Danke.